Im heutigen Video analysieren wir euren Online-Shop, einen Online-Shop aus der Community, und heute hat es geschafft, swolematesstore.com. Kurz noch zu mir, ich bin Apo Sweaty, ich bin E-Commercer und ich werde heute meine ganze Expertise dafür nutzen, um diesen Shop noch besser zu gestalten. Fangen wir direkt mal an. Das Design, das gefällt mir. Erstmal Swole Mates, Name passt, Swole, I'm Swollen. Joey, wie heißt denn der nochmal? Joey Swole. Ja, Joey Swole. Das ist in der Tat witzig. Darum passt das Swole Mates. Name gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, dass es hier kunterbunt wird, okay? Das ist zu heavy. So, schwarz. Hier alles mit dabei. Schwarz, lila, pink, grün. Dunkelgrün, hellgrün, das ist zu viel an dieser Stelle, okay? Hier müssen wir einen Hardcut machen. Dein Titelbild ist wirklich an dieser Stelle unpassend. Darum müssen wir das hier bearbeiten. So, unsere Produktbundles. Okay, das sieht schon mal sehr viel aus. Was ich hier machen würde, ist an sich von der Idee schon mal sehr, sehr gut. Bundles, wenn du einen höheren durchschnittlichen Bestellwert hast, kannst du viel mehr in Advertising investieren, finde ich richtig gut. Was halt ein bisschen schwierig ist, ist, dass du zu viele Produkte drauf hast. Nimm vielleicht nur die schwarzen, oder je nachdem, was sich besser verkauft. Und dann mach hier einmal ein Hoodie und einmal ein T-Shirt, okay? Bearbeite das Ganze digital, schöner Background, ja, vielleicht irgendwas Passendes zu der Nische. Und dann einfach nur ein schwarzes Hoodie und ein schwarzes T-Shirt rein und das passt, das ist in Ordnung. Du musst hier nicht so viele Möglichkeiten geben, denn das sieht zu overpowered aus, ja, das ist zu viel. Einfach zwei Produkte und dann finde ich diese Idee an sich richtig, richtig gut. Das ist auch gut umgesetzt von einem meiner Videos, die ich vor circa 2 Monaten rausgebracht habe, bietet Bundles an. Also passt, sieht gut aus, ein Hoodie, ein Shirt und dann good to go. Auch hier an dieser Stelle gilt genau dasselbe. So, wir haben hier atmungsaktive Sportshirts. Passt, ist wundervoll, ist in Ordnung, so kann man auf jeden Fall mit in den Online-Shop, wenn in der Gym-Nische ist, mit reinnehmen. Wenn ich mir deine Designs ansehe, sind das auf Frauen optimiert, finde ich auch einen guten Ansatz auf jeden Fall, denn viele optimieren die Produkte nur auf Männer. Du hast nicht auf die Gym-Bros abgesehen, du hast es auf ja, die Gym-Mommies abgesehen, hier an dieser Stelle, Master Mommy in the Making. Also auch hier an dieser Stelle finde ich deine Positionierung sehr, sehr gut und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Was ich weniger gut finde, ist, dass alles Textdesigns hier auf dieser ersten Seite sind. Kann sein, dass du zu viel Fokus auf Textdesigns legst. Kann sein, dass es besser wäre, aber auch mal per mehr grafische Designs wie das hier mit reinnehmen. Personalisierte Pumpcover, auch ein Punkt, den ich gesagt habe und den du super umgesetzt hast an dieser Stelle, besonders das gefällt mir sehr, sehr gut. Da habe ich vorhin schon ein bisschen rumpersonalisiert. Ja, hier, Philipp, unser Kameramann hinter der Kamera. Philipp hat natürlich einen 50er Bizeps. Siehst du, das macht Spaß. Das kann man schenken. Natürlich, wenn ich den Philipp ärgern möchte an dieser Stelle, mache ich hier raus eine 30 und dann, ja, ist das auch in der Tat ein richtig, richtig gutes Geschenk. Also das gefällt mir wundervoll, das kann man noch mehr ausbauen. Da kannst du richtig viele Sales machen. Wanted Black Day Skipper, auch richtig gut. Ja, das gefällt mir auch richtig gut, hey. Passt zwar von der Zielgruppe jetzt nicht so sehr, weil du hast als erst viel auf Frauen optimiert hier oben. Und jetzt auf die Gym Bros, ja, das riesige Gym Bro Produkte. Aber an sich, Gym Bros sind natürlich auch eine gute Zielgruppe. Da ist das richtig gut umgesetzt, hey. Gefällt mir auf jeden Fall an dieser Stelle. Bei den Produkten ist natürlich das Ding, das braucht viel mehr Werbung. Das heißt, hier an dieser Stelle Videos drehen. Ad Creative sollten Videos sein. Aber ja, an sich, die Produkte sind schon mal richtig, richtig gut. Da kann man auf jeden Fall nochmal dran arbeiten, noch viel mehr ergänzen und damit Videos bewerben. Okay, das sind wirklich Video-Creatives. Wenn du personalisierte Produkte mit Fotos bewirbst, das ist schon gut, aber es hat viel Erklärungsbedarf oder mehr Erklärungsbedarf. Dann empfehle ich dir hier Videos. Ja, sehr bunt das Design, sehr, sehr bunte Designs. Aber gut, wenn sich's verkauft. Woman Scammy. Verstehe ich nicht das Design so, aber ja, wenn es Sinn macht. Ja, hier, ich finde die schon sehr, sehr bunt, ne? Ich finde die schon sehr, sehr bunt, aber würde mich jetzt wundern, wenn die noch besser verkaufen als die Standarddinger. Weil aus meiner Erfahrung weiß ich eigentlich, dass diese bunten Dinger weniger verkaufen. Gute Mockups, beziehungsweise gute Kundenbilder. Oversized Tees, sieht gut aus.
Sieht wirklich gut aus an dieser Stelle. Okay, lass uns mal nochmal hier auf die Produktseite gehen. Gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, seitenübergreifende Bewertung kannst du anmachen. Das ist nur ein Klick bei Lux. Dann werden die Bewertungen seitenübergreifend angezeigt. Und wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst, dann hat das schon mal Bewertungen drin. Und das ist ein gutes Feature von Lux, was ich auf jeden Fall mit reinnehmen würde. Also an sich sieht es gut aus. So, dein Shop ist auf jeden Fall verkaufsbereit. So, das ist jetzt Jammern auf höchstem Niveau. Deine Arbeit ist jetzt eigentlich zwei Sachen. Mehr Designs auf den Markt bringen, ja, für eine höhere Conversion-Rate im Online-Shop, für mehr Verkäufe in deinem Online-Shop, für durchschnittlich höhere Bestellwerte. Und natürlich an dieser Stelle mehr Advertising, das heißt profitable Creatives deines Videos oder Fotos und damit einfach Webseitenbesucher auf die Seite zu generieren. Denn ein guter Online-Shop besteht aus unendlich vielen Webseitenbesuchern mit einer hohen Conversion-Rate. That's it. Mehr ist es nicht. Und du hast einen guten Online-Shop. Das sieht alles gut aus. Du hast eine gute Positionierung. Du hast Bewertungen. Das passt an sich alles. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Da müssen wir gar nichts mehr da machen. Was ich noch vielleicht machen würde, ich würde die Sachen hier ein bisschen differenzieren, ne? Also ich würde das mehr auf die Startseite und so weiter mit reinnehmen. Ich würde es nicht Extras nennen. Ich würde es hier Tassen und so weiter. Das kannst du auch Accessoires hier rein, boom. Und dann die ganze Accessoire-Aufstellung darin, um einfach deinen durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen. Denn du hast einen starken T-Shirt-Fokus, einen Hoodie-Fokus. Ich würde die Accessoires auch nochmal mit reinnehmen. Und außerdem kannst du uns mal schreiben. Wir haben nämlich jetzt Eiweiß-Shaker im Sortiment. Und dann könnte man dich einfach auch dafür freischalten. Nimm Accessoires hier nochmal mit rein. Und dann good to go. Also, Aufgabe an den Online-Shop hier. Weitere Designs und Creatives vom Shop-Aufbau passt alles. Du musst keine Zeit mehr in den Shop-Aufbau investieren. Du musst einfach nur an dieser Stelle mehr Webseitenbesucher, profitable Webseitenbesucher auf deine Seite bekommen. Die Accessoires nochmal hier mit reinnehmen und seitenübergreifende Bewertungen anmachen. Das war's zu den ersten Tipps. Setz das Ganze um und dann sehen wir uns nochmal in einem Shop-Review.